Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Du kannst gerne die musikalische Untermalung machen. Das ist jetzt gerade so schockverlernt. Schockverlernt. Oh mein Gott. Also eigentlich kann sie sehr schön Klavier spielen. Ich werde jetzt gleich mal in die Stadt fahren, beziehungsweise vorher rufe ich bei dem Unverpacktladen an, wo ich hin möchte. Ich brauche nämlich einen neuen Zahnbürstenkopf. Und den gibt es nur da. Den habe ich in Berlin auch noch nirgendwo gesehen. Das ist eben so eine Bioplastik-Zahnbürste. So nachhaltig wie möglich, aber es ist halt kein Holz, weil ich das nicht haben kann im Mund. Wenn ich das nicht finde, dann werde ich mir wohl doch trotzdem noch meine Bambuszahnbürste holen müssen. Aber ja. Es reißt mir halt manchmal so ein bisschen den Mund auf und ich kann das überhaupt nicht haben. Es ist für mich wie Fingernägel an der Tafel. Nur im Mund. Und deshalb finde ich diese mit den auswechselbaren Köpfen eine ganz gute Alternative, weil dann benutzt man wenigstens diesen längeren Stiel unten ganz oft. Das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Ich fahre, glaube ich, mit Inlinern dahin. Ruf da jetzt aber nochmal an, ob die überhaupt aufhaben. Ja, aber der ist ja ebenerdig und... Ich muss nur zur Kasse. Also letztes Mal stand die Zahnbürste an der Kasse und das finde ich dann nicht so problematisch. Weil ich habe jetzt keine Lust, Bus zu fahren. Ich denke, das kann man ja vermeiden. Ich habe kein Fahrrad hier und laufen ist schon eine längere Strecke. Ich wollte euch was zeigen, was ich gestern eingekauft habe. Und zwar erstens diese Zahnbürstköpfe für meine Wechselzahnbürste. Und ich habe jetzt schon den alten Kopf abgemacht. Der muss einfach ja regelmäßig ausgewechselt werden. Man soll ja eigentlich jeden Monat eine neue Zahnbürste. Ich habe die schon deutlich länger. Und ich glaube, davor hatte ich Härtegrad Mittel. Und jetzt habe ich Soft, was eigentlich nie das ist, was ich nehme. Ich habe das Gefühl, dann wird es nicht richtig sauber. Aber es waren die einzigen, die sie noch übrig hatten. Es ist wichtiger, dass ich überhaupt eine neue Zahnbürste habe. Tada! Das ist halt so eine klimaneutrale Verpackung. Plastik aus Pflanzen. Und dann habe ich noch was gekauft. Hella! Ich habe gestern und vorgestern Grey's Anatomy geguckt auf Join. Die haben nämlich momentan so ein Angebot, dass man Join Plus 3 Monate kostenlos gucken kann, weil man ja zu Hause bleiben soll. Dann stand da allerdings, dass Grey's Anatomy in den nächsten 24 Stunden abläuft. Also dass es nicht mehr dann verfügbar ist. Und da dachte ich mir schon so, ach Mann. Und ich wollte halt auch jetzt nicht gestern die komplette Serie durchgucken. Hätte ich locker geschafft. Serienmarathon. Das kann ich. Das wollte ich nicht, weil ich fand das dann auch irgendwie zu schade für die ganze Serie. Und jetzt habe ich einfach heute Morgen nochmal auf meinem Handy geschaut. Und jetzt ist es einfach noch verfügbar. I don't know what's going on. Aber ich freue mich, dann kann ich gleich Henna machen und Grey's Anatomy gucken. Meine All-Time-Favorite-Serie, wirklich. Also, ich finde die so toll. Und ich weiß, dass Grey's Anatomy für viele so gar nichts ist. Also, ich kenne sehr viele, die das nie gucken wollten. Und auch ich habe gedacht am Anfang so, oh, eine Arztserie. Nee. Krankenhaus, Blut, offene Körper und krasse Verletzungen und so. Das kann ich nicht angucken. Aber ich komme total gut damit klar. Es wird nie langweilig. Nie, niemals. So, ich bin fertig. So sieht es aus. Ich habe gerade die Kamera hier drauf geschmissen. Ungünstig, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Guten Morgen, ich melde mich mit Sonnenbrille, weil Clara und ich jetzt mal nach Zahlen draußen machen. Das Motiv ist das hier. Wenn wir das so hinkriegen, könnte das echt ein schönes Bild werden, was man sich vielleicht sogar an die Wand hängen kann.
So, ein kurzer Zwischenstand, bevor ich jetzt duschen gehe. Ja, das ist die Abstreichfläche, das Schwarze da. So, ich war gerade draußen und zwar bei einer kleinen Zuckerbäckerei bei uns in der Nähe, um die ein bisschen zu unterstützen, die lokalen Betriebe. Und ich zeige euch mal, was ich gekauft habe, weil das nämlich wirklich sehr, sehr lecker aussieht. Und zwar haben wir ein Schokoschifflein, Schoko-Cupcake, ein Salted Caramel Cupcake und ein Himbeer-Cheesecake-Törtchen. Und da sind auch von einem anderen Bäcker ein paar Sachen drin. Guten Morgen! Ich weiß nicht, was da draußen los ist, aber es schneit und zwar nicht zu knapp. Das Wetter spielt verrückt. Gestern waren es noch so 20 Grad irgendwie, also gefühlt wahrscheinlich nur so 15, aber es war auf jeden Fall warm. Und ich bin noch irgendwie so im Pulli draußen gewesen und wir haben noch so im Garten gesessen. Und jetzt schneit es. So vorgezogenes Aprilwetter, meinte meine Mutter schon. Ich lese momentan sehr viel. Ich habe heute Morgen auch schon wieder, ich weiß nicht, bestimmt so ein Stück von meinem Buch gelesen. Und bin damit sehr happy, das ist fast durch. Und ich habe auch erfahren, dass das verfilmt wurde, also unter Leuten. Das Morgengesicht. Ich habe gerade Yoga with Cassandra entdeckt und ich habe schon mal irgendwann die Morgenroutine von der gemacht, weil da war schon Daumen hoch. Aber ich habe sie jetzt gerade wieder entdeckt und kann euch das nur so empfehlen. Das war so gut und das waren Übungen, die in ganz vielen anderen Yoga-Videos nicht vorkommen. Der ist übrigens von meiner Schwester. Ich weiß nicht genau, warum der hier sitzt. Aber ich wohne hier nicht mehr, deshalb werden einige Sachen hier in dem Zimmer gelagert. Auch meinen Punkt. Ja, also Platz 3. Tipps in der Quarantäne oder sowas in der Art. Ich habe mein Henna-Tattoo ausgebessert, mit Aki ein bisschen über FaceTime gestickt. Und zwar unten so einen kleinen Schriftzug auf meinen Oberteil. Sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt, aber ich habe auch extra ganz unten den Teil genommen, wo man das dann eh in die Hose steckt. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie ich Brokkoli-Cremesuppe mache. Zuerst habe ich Brokkoli, Kartoffeln und Zwiebeln geschnibbelt und es wird jetzt einfach mit ein bisschen Öl angedünstet. Jetzt kommt Brühe dazu und dann wird das Ganze aufgekocht, bis alles weich ist und dann wird es noch püriert. Jetzt kommt noch ein bisschen Frischkäse dazu, um das Ganze cremiger zu machen. Den könnt ihr in vegan nehmen oder ganz normal oder irgendwas anderes, um das cremig zu machen, wie zum Beispiel Sahne. Mittagessen ist fertig, dazu noch eine Scheibe Brot mit Alsan. Wirklich, seit ich Alsan kenne, ist Margarine für mich nicht mehr so ein ekliger Begriff. Also irgendwie Margarine habe ich sonst manchmal gehabt, die einfach nicht lecker geschmeckt hat und das schmeckt einfach so gut. Ich habe gerade kurz mit meiner Mama telefoniert, die kommt gleich auch nach Hause, geht noch kurz einkaufen. Und wenn sie da jetzt aber eine zu lange Schlange hat, weil es jetzt hier schon Nachmittag ist, dann mache ich das morgen früh. Und ich muss sagen, ich hätte sogar Lust einkaufen zu gehen. Einfach weil man ja nicht so wirklich rauskommt und einkaufen ist halt so ein Grund, um mal rauszugehen. Plus, es interessiert mich auch einfach, wie das da alles geregelt ist. Ich habe es schon einmal gesehen, als ich durch die Innenstadt geinlinert, geskatet bin, dass da so Schlangen vorm Rossmann und DM und so sind, immer mit 2 oder mehr Metern Abstand. Und dass dann die Leute eben so nach und nach in die Märkte reingelassen werden. Und dann haben wir gerade noch so ein paar Kochpläne für die nächsten Tage gemacht. Freue ich mich auch schon drauf. Ich liebe simple Rezepte, die einfach so lecker sind. Und wenn ich dran denke, dann packe ich euch die Rezepte auch auf jeden Fall immer in die Infobox oder die Zutaten mehr. Guten Morgen, liebe Freunde. Es ist gerade was Aufregendes angekommen. Und zwar von Tier in Dir, das Magazin. Davon gehen wir zumindest aus, steht drauf. Und das packe ich jetzt mal schnell mit euch zusammen aus. Und Clara ist auch ganz gespannt. Das ist nur in Plastik, weil das anscheinend kaputt gegangen ist. Soll ich dich auch filmen? Das wäre gut. Wie aufregend. Ich habe immer schon auf Instagram gesehen, wie alle ihre Magazine bekommen haben. Jetzt auch. Oh, toll. Oh mein Gott, das sieht richtig geil aus. Das sieht wirklich anders geil aus.
Oh, das ist anders schön. Und innen drin ist alles so matt, dass man so auch reinschreiben kann und so. Und ausschneiden und aufkleben. Ja. Oh, toll! Oh mein Gott, da ist es sogar zum Mitmachen. Ich liebe es jetzt schon komplett. Auch diese Schrift ist total cool. Ja. Was ist denn jetzt? Was liest du noch? Oh, Postkarte! Wusstest du, dass wir auch Workshops geben? Ja, das wusste ich. War so nutzsam. Toll, guck mal, das ist so alles so händisch irgendwie so eingespielt. Und sieht nach richtig viel Arbeit aus. Ja. Und irgendwo steht, wie verrückt ist eigentlich alles, habe ich gehört. Irgendwo steht das. Da! Ja. Warte mal, guck mal, ist mein Laptop hier nicht irgendwo? Moment! Da! Moment! Da! Oh, falsch rum. Falsch rum. Ich liebe diesen Sticker und diesen Spruch allgemein. Ich guck mir das später nochmal ganz in Ruhe an. Jetzt wird nämlich erstmal Mittagessen gemacht. Oh, wie schön ist denn das? Das ist wirklich ganz schön. Also das ist wirklich mega. Jetzt wird aber Mittagessen gemacht. Es gibt heute Kartoffelbrei mit Möhrchen und ja, meine Haare weiß ich jetzt auch nicht. Und dazu so Gemüsesternchen, die angebraten werden, und vielleicht braten wir noch ein bisschen Tofu an. Mal gucken. Guten Morgen. Guck mal, wo ich euch hinstellen kann, dass ihr mich sehen könnt. Ich fahre jetzt einkaufen und bin ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt wieder Auto fahren muss und ich fahre ja so selten Auto. Aber es wird schon. Und ich bin auch einfach mal gespannt, wie das beim Einkaufen wird, weil das jetzt ja alles so ein anderes Konzept ist mit viel Abstand halten und nur wenige Leute in den Markt und so. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Musik. Ich habe gestern bei Armed Angels bestellt und kann kaum erwarten, dass die Sachen ankommen. Ich freue mich richtig, richtig doll darauf. Ja, viel mehr gibt es gar nicht zu berichten gerade. Irgendwie mag ich das, so Vlog-Perspektive im Auto, aber natürlich nicht beim Fahren. Das machen wir nicht. Kurzer Lagebericht. Ich habe es gut hierher geschafft mit dem Auto und ich habe auch eigentlich alles bekommen beim Einkaufen. So ein paar Sachen, klar, da sind Engpässe, das sieht man dann auch an den Regalen, aber man weiß ja eigentlich, dass genug da ist und auch am Eingang hier beim Rewe stand der Besitzer und hat gesagt, dass nur ein ganz kleiner Anteil der Sachen hier im Rewe wirklich sind, die sie eigentlich haben. Also sie haben viel, viel mehr Produkte. Die werden auch wohl morgen wieder neu beliefert und deshalb ist natürlich dann heute mehr leer, als dann vielleicht wieder morgen ist. Aber man muss sich wirklich keine Sorgen machen. Das habe ich heute auch nochmal gesehen und das Allerwichtigste, frisches Obst und Gemüse gibt es immer. Deshalb bin ich ganz happy, habe alles irgendwie und fahre jetzt wieder nach Hause. Ich hatte vergessen, einen Chip mitzunehmen und stand dann hier vorne und war so, nein, muss ich jetzt nochmal zurückfahren. Man darf nämlich auch nur mit Einkaufswagen in den Rewe rein, weil die dadurch kontrollieren können, wie viele Personen eben drin sind. Und dann habe ich einfach gedacht, ich frage mal beim Rewe, weil da ja auch der Besitzer eben am Eingang direkt stand. Und dann hat der mir einfach so einen Chip gegeben und dann konnte ich den benutzen. Als ich jetzt gerade hier ausgeladen habe beim Auto, oder eingeladen eher, kam mir schon so eine alte Dame entgegen und fragte so, sind Sie fertig mit dem Wagen? Darf ich den vielleicht haben? Ich habe auch hier einen Chip, dann können wir den tauschen und so. Und ich so, alles gut, Sie können den Chip behalten. Und was mir aufgefallen ist, das Sortiment ist so viel kleiner als in Berlin. Da merkt man wirklich einen Unterschied. Aber ich will mich nicht beschweren, man bekommt schon irgendwie alles. Dann geht man jetzt halt mal ein paar Kompromisse ein. Sobald ich wieder in Berlin bin, kann ich da ja auch einfach wirklich nur für mich auch die Sachen kaufen, die ich haben möchte. Und jetzt habe ich ja auch für meine Familie noch mit eingekauft und deshalb sind da natürlich auch ganz viele Sachen dabei, die ich sonst nie kaufe, wo ich auch erstmal gucken musste, wo sind diese Sachen.
Ich schneide gerade den Vlog und wie ihr an meinen Haaren erkennen könnt, komme ich aus der Zukunft. Aber ich habe festgestellt, dass ich gar kein Vlogende gedreht habe. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!